Hallo und herzlich willkommen zum letzten Part der Prospekte-Serie. Ich habe nochmal verschiedene Prospekte jetzt zusammengetragen. Ich weiß, kommt ein bisschen spät jetzt, aber der Zimmermanns-Prospekt, der kam so spät. Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Ja, ich habe leider hier eine Buschleitung gerade in den USA. Das ist jetzt gerade alles aus USA aufgenommen. Ich höre mich vielleicht auch ein bisschen verschlafen an, weil ich total müde bin. Wir haben es jetzt hier zwar 19 Uhr, aber offiziell ist es ja schon 2:30. Gut, leider sind hier nur die Preise und die Namen verzeichnet, deswegen kann ich den eigentlich so gut wie nicht vorstellen. Ich habe alles versucht, neu geladen die Seite, es geht gar nichts. Also ich glaube, den muss ich leider weglassen, den Prospekt. Aber wir haben ja noch genug andere, ich schließe es hier gerade mal. So, also dann geht es bei mir hier jetzt los mit Hagebaumarkt aus den USA, wollte ich sagen, aus Österreich. Der ist recht teuer. Also was die Angebote angeht, also wir haben hier die Schweizer Krache für 2,50 €, die sind wirklich top. Die hatte ich selber mal. Hier Raketensortimente. Wunderbar. Ja, hängt ein bisschen. Hier für 30 € 5 Batterien oder 6, ich weiß gerade gar nicht. Das ist echt teuer hier für 84 €. So ein Raketensortiment. Ja, hier so ein paar Böller. Ja, auf der letzten Seite nochmal ein paar Verbundfeuerwerke. Ja, aber mich spricht da eigentlich jetzt nicht so viel an, weil das halt sehr, sehr teuer ist. Aber da ist ja generell alles sehr teuer. Ja, Pfennigpfeifer hat hier direkt ein Verbundfeuerwerk. Halte ich jetzt nicht so viel von. Dann für 6 € die Lupus. Sieht eigentlich relativ nice aus. Für 9 € eine 49 Schuss Batterie. Boah, hier ein Riesensortiment für 20 €. Ursa Major oder Major, ich weiß ja nicht. 11-teilig mit verschiedenen Fontänen und Batterien. Dark Knight. Dann verschiedene Raketensortimente. Dann hier die Flashing Thunder von Weco. Sind hier natürlich teurer als beim Lidl, deswegen holt es euch bei Lidl, Leute. Das sind super Bombenrohre. Feuervögel, Vulkane und noch ein riesiges Leucht- und Batteriesortiment. Das war's auch schon. Diesmal gucke ich, dass ich auch wirklich nichts vergessen habe. An sich die Angebote eigentlich so im Durchschnitt, finde ich. Ja, die Raketensortimente sind ganz in Ordnung. Ist jetzt auch nur, glaube ich, ein kleiner Ausschnitt von dem Feuerwerkssortiment, was die haben. Gut, dann kommen wir zu Tegut. Hier schon auf Seite 9 geht's weiter. Hier so ein kleiner Einblick mal. Gehen wir mal schnell auf die Seite 9. Genau, hier geht's los mit einem Verbundfeuerwerk mit 2 Stück. Dragon Thunder und Might Knight Special. Dann hier 2 Batterien für 5 €. Okay. Könnte auch nur eine sein, ich weiß es nicht genau. Dann verschiedene Raketensortimente. Hier die Ringbomben sind teurer geworden. 3 Stück jetzt für 4,49 €. Ich glaube, die haben 3,99 € mal gekostet letztes Jahr. Nico Fullmoon für 5 € das Nico Bangpack. Auch ganz nett. Und das war's auch schon. Okay. Sehr klein. Aber ich denke mal, die haben noch mehr. Also wie gesagt, wie bei Pfennigpfeifer wahrscheinlich so ein kleiner Einblick nur. Ja, hier natürlich Jack Daniels. Sehr schön. Ja, Aldi Süd. Ich habe den Prospekt jetzt daheim liegen, also in Deutschland. Habe schon mal so drüber geguckt und mir ist direkt aufgefallen, die haben von allen Artikeln das Aussehen verändert. Also
ich weiß nicht, wem es auch schon aufgefallen ist, aber es war so das Erste, was mir direkt ins Auge gestochen ist. Ja, das Design wurde einfach geändert. Ja, wir haben klassisch dabei die Lissabon, Chicago im Verbund Feuerwerk, dann die Panama, ist noch relativ neu, die Batterie, die Barcelona auch schon ewig dabei. Barcelona ist eine super Batterie, die hatte ich mal vor langer Zeit. Palermo auch letztes Jahr an Silvester gehabt im Test. War auch eine Top-Batterie eigentlich, Fontaine-Batterie. Seht ihr auch auf meinem Kanal, habe ich getestet mit der Laser, habe ich sie glaube ich verglichen oder mit irgendeiner anderen Batterie, ich weiß nicht mehr. Die Reno ist auch eine super Batterie. Für 3 € ist die immer top. Die Kapstadt, das Milano-Sortiment für 10 € auch immer bei mir dabei. Für unterm Jahr ist es einfach super. An Silvester ist es eher nix, weil da hat man so größeres Kaliber eher am Start. Toronto, die Honolulu, Las Vegas, alles super Batterien für wenig Geld. Dann eine Neuheit, so wie es aussieht. Die Screaming Grizzly gibt es beim Lidl unter anderem Namen. Ich weiß es aber allerdings nicht genau, was da der Name nochmal war. Ja, ist eine 300 Schuss Heuler-Batterie. Dann Venezia, ganz klassisch für 20 € wieder dabei. Die Bangkok, eine XXL-Batterie, auch seit 2 Jahren jetzt ungefähr dabei. Die Excalibur für 20 €. Ein Magma-Monster, ein großer Riesenvulkan im Schweizer Style. Dann kommen die einzelnen Raketensortimente. Davon hatte ich letztes Jahr das Rio. Das hat mir sehr gut gefallen. Waren gute Profibomben dabei. Dann hatten wir hier das Hunan-Sortiment. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil die mal nass waren. Und da konnte ich dann 5 Sortimente eigentlich in die Tonne kloppen. Also, naja, da halte ich mich eher zurück mit der Empfehlung. Also, naja, zum Testen reicht auf jeden Fall, aber. Montreal, auch ein super Sortiment. Ich höre immer vom Kumpel, der sich das jedes Jahr holt. Das ist wirklich ein gutes Sortiment, ist das alles dabei. Also man sieht es auch, man hat viel Leuch- und Knallfeuerwerk dabei. Also ich glaube, da sind 4 Kanonenschläge dabei. Beziehungsweise Superböller 2. Feuervögel hat man dabei. Also es ist wirklich ein super Sortiment. Ich selbst habe es noch nicht gehabt. Wird mal Zeit, dass ich mir das hole. Und die Kubis im 6er-Pack für 2 €. Echt super Kubis. Dann noch Wunderkerzen, Tischbomben und ein Riesensortiment für die Kinder. Ja, also Lidl hat wieder ein super Sortiment wie jedes Jahr. Haben glaube ich nur eine Neuheit, so wie ich es gesehen habe. Und das war hier die Screaming Grizzly. Ansonsten alles gleich geblieben. Ja, dann kommen wir direkt zu Aldi Nord im Vergleich. Da ist mir aufgefallen, dass die statt Nico-Ware jetzt die Komet-Ware hier am Start haben. Sind aber exakt dieselben Batterien. Deswegen fand ich es eigentlich ganz lustig. Ja, wir starten einfach mal direkt hier mit dem Andromeda. Ist ein riesiges Sortiment. Das ist so ähnlich wie das Milano-Set. Für 36 €. Bloß viel, viel größer. Dann hier Metropolis, Atlantis, zwei Verbundfeuerwerke. Gladiator ist wie die Excalibur vom Aldi Süd. Dann Columbus. Das Goliath-Sortiment. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Sortiment es beim Aldi Süd ist. Dann hier Power Deluxe von Komet, wie gesagt. Barracuda. Dann hier die anderen drei Sortimente. Einmal Indianapolis, Cobra und Targa. Dann Galaxy, das sind die beiden Las Vegas-Batterien. Dann haben sie hier drei verschiedene Schweizer Vulkane für einen besseren Preis, wie ich finde. Also wir können noch mal kurz hier zurückgehen. Also hier kostet auch 8,09 €. Ich dachte, der kostet 10 €. Gut, dann nehme ich das zurück. Aber wie gesagt, hier hat man eine größere Auswahl, finde ich. Hier hat man nämlich noch zwei mehr. Einmal eine silberne Farbe und einmal eine goldene Farbe. Und einmal Rising Stars. Das müsste, glaube ich, der Rising Star sein, so wie es aussieht. Ja, Multicolor. Copernicus haben wir hier. Dann hier Hell on Wheels, das ist die 300 Schuss Heuler-Batterie. Dann von Komet eine Lichterbatterie, 200 Schuss. Van Gogh. Jackpot ist Montreal. Dann, was mich sehr gefreut hat, waren hier die kubischen Kanonenschläge von Komet. Für 6 €. Also, die wären auf jeden Fall bei mir dabei.
Dann Comet Attack. Devil Attack, sorry. Calypso. Ja, Calypso, ja. Pegasus, die Poison, Dynamite Back, Maxi Wunderkerzen, Party Sonniment und hier Pyro Superstars. Ja, ist eigentlich identisch wie beim Aldi Süd. Bloß halt mit den Namen ein bisschen anders, aber das kennt man ja. Ist ja jedes Jahr dasselbe eigentlich. Ja, dann kommen wir zum Kaufland Prospekt. Ja, die haben eine kleine Auswahl. Also hier geht es auch noch auf Seite 2, das vergesse ich diesmal nicht. Wir fangen einfach mal an hier. Vico Rocket Planet. Dann die Goldstar Batterie. Habe ich mir angeschaut, ist eine wirklich schöne Batterie. Ich wurde auch gefragt, welche Batterie ich mir holen würde. Von einem Abonnent, der hat mich gefragt, ob ich mir die Bloody Mary holen würde oder die Goldstar oder beide Batterien. Und da habe ich ihm gesagt, ich habe mir beide angeguckt, weil ich die selber noch nicht hatte. Und ich fand beide wirklich gut. Und ich würde mir auch beide definitiv holen. Werde ich wahrscheinlich dann nächstes Jahr mal in Angriff nehmen. Mal zu Kaufland mich zu begeben. Dann von Comet eine riesige Batterie für 12 Euro. Von Weco dann die Fireflut oder Flot, wie auch immer. Raketensortiment. 41-teilig. Dann Heuler-Batterie, Speed Machine, Dark Star. Ein kleines Leuchtfeuerwerksortiment für 10 Euro. Ähnlich wie dem Andromeda, war das? Oder ja, Andromeda, ich glaube vom Aldi Nord. Oder so, wie hieß das? Ja, genau, Andromeda. Jetzt wollte ich doch mal richtig gehen, und das Milano vom Aldi Süd. So ähnlich ist das, wie gesagt. Ja, dann hier eine Flying Sparks, XXL Feuerwerksbatterie, und dann gehen wir noch schnell auf die Seite 2. Achso, falls ihr euch fragt, warum ich hier eine Filiale angegeben habe, also da wohne ich nicht. Das ist einfach nur eine Filiale, die ich angegeben habe, damit ich das Feuerwerk sehen konnte, weil die irgendwie eine Filiale haben wollten. Das war jetzt einfach reiner Zufall. Ich hätte auch Berlin angeben können, also nicht wundern. Falls jetzt einer sagt, oh komm, hier Rüsselsheim, da wohnt er bestimmt. Nee, da wohne ich nicht. Ja, dann Black Tiger noch. Ein kleines Jugendfeuerwerkssortiment haben wir hier. Dann ein Kometstern. Sternform. Rising Star. Tischbomben. Alien. Dann eine XXL-Batterie. Spectre. Zum aktuellen Bond-Film passt die ganz gut. Voodoo Star. Raketensortiment noch. Schweizer Vulkane, die wirklich, wirklich gut sind. Und dann noch am Ende Lord of Lights. Ja, wir haben einen lustigen Film noch, den ich jetzt aber nicht abspielen werde. Ja, das war's so zu Kaufland. Ja, ein durchschnittliches Angebot, sage ich mal so. Und dann kommen wir zu meinem Highlight-Prospekt, und zwar dem Zimmermanns-Prospekt. Da haben wir sehr, sehr viel gegeben wieder. Ich habe schon mal reingeguckt, also es ist wirklich ein sehr, sehr günstiges Sortiment, was die haben. Hier geht es schon los mit dem China-Böller D von Diamond. Ich wollte schon Komet sagen, aber die haben sich ja verschlechtert, so wie ich gehört habe. Sind nicht mehr so gut. Für 3,50 Euro wären sie definitiv aber bei mir dabei. Dann hier unten von, ich meine, Leslie. 5 Euro, ein geiles Crocodile-Sortiment. Dann hier die King Cobra, also jetzt nur noch The King, für 9 Euro. Das war wirklich so ein Highlight. Ich habe es von vielen gehört, dass es die da geben soll, und jetzt hat es wirklich bestätigt. Da haben wir verschiedene Batterien für wirklich günstiges Geld. Da muss ich auch mal nächstes Jahr vorbeifahren, auf jeden Fall, und da mal ein bisschen was einkaufen. Wir haben hier Comet, eine Batterie für 15 Euro, 450 Gramm Effektmasse. Da haben wir ein Verbundfeuerwerk, würde mich jetzt nicht so ansprechen, aber für den Preis, ja. Superballer 2, 7 Euro der Schinken, Kanonenschläge habe ich auch letztes Jahr gehabt, aus meiner Online-Bestellung, waren aber günstiger da, muss ich sagen. Ein Riesenvulkan, ja, hier ein Artikel von Nico für 6 Euro, die sind wirklich geil, die Rocket Strike.
Und zwar funktioniert das folgendermaßen: Das sind kleine Raketen, die stellt man auf den Boden, zündet sie an und dann fliegt dieser komplette Kopf hier ohne diese kleinen Flügel nach oben. Wird ist wie ein Bombenrohr, sag ich mal. Bloß, dass die Teile ohne die Leitflügel natürlich nach oben fliegen. Und dann gibt es so einen kranken Zerleger, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, die sind wirklich krass und das ist ein Bouquet da drin. Mega, mega. Also, die wirkliche Kaufempfehlung, die Teile. Also, 6 Euro, naja. Wären bei mir definitiv dabei. Dann verschiedene Raketensortimente hier. Ein Space Runner Sortiment von Gourmet für 4 Euro. Dann Mini-Raketen hier von Leslie, soweit es aussehen kann, ja. Die Space Travel auch super Mini-Raketen. Hier noch zwei Raketensortimente. Eine Riesenfontäne, Klasse 1 Zeugs. Und ich glaube, das war's. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter runter, aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Nee, nur ein bisschen Partyzeug hier. Also wirklich ein großes und vielseitiges Sortiment. Vielseitig, vielfältig, egal. Ja, also was mich wirklich reizt, sind diese Nico Rocket Strikes. Also die würde ich definitiv mal. Ich sag's so oft definitiv, aber die sind wirklich geil. Kubischen Kanonenschläger. Ja, also sind schon wirklich, wirklich geile Sachen dabei. Und hier die King Cobra. Naja, ein bisschen teuer, aber gut. Hab sie mir dieses Jahr. Achso, ich bin ja in den USA. Ich bin wegen der Zeitumstellung total durch den Wind. Deswegen, ja, das war der Zimmermanns-Prospekt und das war auch der letzte Prospekt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Teil 3, der letzte Part. Ich werde hier in den USA ein bisschen was einkaufen. Es wird ja, eine kleine Einkaufstour geben. Und es wird, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Teile hier über meine Reise geben. Also ein paar Filmteile. Teil 1 kommt vielleicht heute noch, vielleicht auch morgen. Ich muss gucken, wie ich mit dem Schneiden zurechtkomme. Ja. Lasst euch überraschen, was euch da erwartet. Wird auf jeden Fall interessant und lustig. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis später.